Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Und wie in der letzten Folge schon angekündigt, wollen wir uns um die Quest mitten ins Nirgendwo kümmern, die Wanderung von Lise und Tankred ein klein wenig näher bringt. Das war das, was wir in der Endsequenz noch einmal gesehen haben. Ich glaube, das war Folge 60 oder so. 60 oder 61, eins von beiden. Und genau darum soll es gehen. Und wir düsen hier einfach mal rüber. Ich hoffe, die Wüstenkreaturen haben dir auf dem Weg nicht allzu viel Ärger bereitet. Ich glaube kaum, dass sie für sie eine Herausforderung darstellen würden. Ich wünschte aber, ich könnte das Gleiche über die Gefahr behaupten, die uns dort draußen erwarten könnte. Selbst wenn das Licht, das Rhino verspürt hat, sich als harmlos herausstellen sollte, ist eine Reise in die große Leere nicht gerade ein Zuckerschlecken. Mit allem, was an einem Ort wie diesem überlebt, ist nicht zu spaßen. Zudem möchte ich betonen, dass das lichtdurchflutete Ödland selbst eine ebenso große Gefahr darstellt wie die Gegner, die es womöglich erwarten. Wir sind uns doch alle einig, dass dieses Phänomen näher untersucht werden sollte. Da uns keine präziseren Mittel der Navigation zur Verfügung stehen, werden wir uns von Rhines Fähigkeiten leiten lassen müssen. Ich habe verschiedene Hypothesen zu den Beschaffenheiten des Lichts aufgestellt, aber Mutmaßungen sind ein schwacher Ersatz für Beobachtungen aus erster Hand. Auf unserer Reise werden wir jede Menge Zeit haben, darüber zu reden. Ist der Wüstengleiter bereit, Tankred? Ja, er sollte uns an das gewünschte Ziel bringen und vielleicht sogar wieder zurück, wenn wir nett darum bitten. Das gleißende Licht in Northrand wurde zwar ausgelöscht, doch der Umgebungsäther der großen Leere ist noch immer verdorben. Und das ist in einem gefährlichen Ausmaß. Die Lichtflut hat alles auf ihrem Weg getilgt. Die Erde, die Luft und das Wasser waren nicht länger in der Lage, Leben zu ermöglichen. Es ist diesem Ungleichgewicht verschuldet, dass die große Leere auch nach einem Jahrhundert noch immer vollkommen unbewohnbar ist. Aus diesem Grund treffen wir alle möglichen Vorkehrungen. Mit Hilfe der Äthermessgeräte und Rhines einzigartiger Fähigkeit sollten wir jede Änderung in unserem eigenen Äther entdecken und messen können. Den Speeren aus Crystarium zufolge werden uns ein paar Tage dort draußen nicht spürbar beeinflussen. Doch viel länger als das und wir riskieren, zu Sündenvertilgern zu werden. Da wir noch immer nicht wissen, wie die Chocobos und Amarus in der großen Leere schlagen, haben wir uns für ein mechanisches Transportmittel entschieden. Es wurde uns von den Experten der Manufaktur zur Verfügung gestellt, die es im Kristallturm gefunden und wieder instand gesetzt haben. Das ist nett. Es ist ziemlich sicher, versprochen. Der Verantwortliche meinte, er könne uns Ersatzteile aus Crystarium liefern, falls es kaputt gehen sollte. Er war sehr erpicht darauf, zu erfahren, was wir aus der großen Leere zurückbringen, obwohl ich ihm gesagt habe, dass wir nicht auf Schatzsuche sind. Du wirst Gelegenheit haben, ihn zu treffen, wenn wir mal in Mozok Halt machen. Also gut, ich denke, damit wäre alles gesagt. Wenn du bereit bist, aufzubrechen, sag einfach Bescheid. Ja, und darum geht's nämlich. Rhine und Tankred haben irgendwas in der großen Leere, also in einem Gebiet hinter der Wand der Lichtflut, entdeckt. Und das gilt es jetzt für uns ein bisschen näher zu betrachten. Also dann, Rhine, los geht's. Also dann, wollen wir los? Ja bitte, ab in die große Leere mit uns.
Bei einem Namen wie die Große Leere habe ich zwar keine großen Erwartungen an eine hübsche Landschaft gehegt, aber das ist dann doch ziemlich deprimierend. Die Länder, die von der Lichtflut verschlungen wurden, mit meinen eigenen Augen zu sehen, der Anblick lässt mir einen kalten Schauer den Rücken herunterlaufen. Schätzungsweise 90% dieser Welt sehen so aus, fast alles wurde von der zerstörerischen Kraft des Lichts weggefegt. Wenn Menphilia nicht gewesen wäre. Rine, bist du sicher, dass wir in die richtige Richtung fliegen? Ja, ganz sicher. Ich weiß aber nicht, wie weit es noch ist. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als den Kurs zu halten. Ihr zwei da hinten könnt ruhig noch ein Nickerchen einlegen. Ich habe das Gefühl, dass wir noch so einige Malme vor uns haben. Ja, das ist schon ziemlich trostlos, aber man muss auch sagen, vermutlich sind wir gerade auf einem alten See oder so entlang geflogen oder sowas. Das sieht dann halt eben ein bisschen trostloser aus. Ich muss schon sagen, das Ding ist ein gutes Stück größer, als ich erwartet hatte. Und es schläft? Nein, es ist dabei zu erwachen. Das klingt gar nicht gut. Ist es ein Lichtbringer? Nein, ich denke nicht. Anstatt von Licht erfüllt zu sein, besteht es selbst aus Licht. Der erste Sündenvertilger. Lange habe ich mich bemüht, die Rätsel um die Lichtflut zu lösen, herauszufinden, was genau diese schreckliche Verheerung in Gang gesetzt hat. Jede Erwägung brachte mich zu dem gleichen Schluss, dass alles von einem einzigen Punkt ausging. Oder einem einzelnen Wesen. Ich habe Grund zu der Annahme, dass dieses Wesen hier der allererste Sündenvertilger ist, der Ursprung der Lichtflut, die Urgewalt, die Menphilia vor einem Jahrhundert zu bändigen wusste. Sie hat alles gegeben, was sie in sich hatte, und konnte die Katastrophe abwenden. Doch diese Abscheulichkeit könnte ihr Werk zunichte machen. Ja, diese Möglichkeit kann nicht ausgeschlossen werden. Doch es heißt auch, dass Zerstörung und Schöpfung lediglich zwei Seiten derselben Medaille sind. Rine, verstehst du, wovon ich rede? Ja, ich glaube schon. Was einst zerfallen ist, kann auch wieder neu erschaffen werden. Etwas, was die Kraft hat, die Gesetze der Natur zu beugen, hat auch die Kraft, eine neue Realität zu formen. Das ist ja schön und alles schön und gut, aber meint ihr nicht, wir sollten ihm erstmal einen Namen geben? Eden. Utopie in der Feensprache. Ein äußerst vielverheißender Titel. Da das nun geklärt ist, sollten wir einen Platz finden, um unser Lager aufzuschlagen. Ich habe sogar ein paar Zelte dabei, aber das Aufstellen der verdammten Dinger ist eine Kunst für sich. Mag mir jemand dabei helfen? Ein riesiges Ungetüm, welches nur darauf wartet und schläft. Nebenbei, hört ihr diese Musik? Na, wer von euch weiß, welches Spiel das ist?
wenn ihr es bis jetzt nicht erraten habt. Final Fantasy 8, das ist die Overmap-Musik. Ja. Und einiges wird uns hier ein bisschen daran erinnern. Ich meine, selbst Eden selber. Aber wollen wir mal wieder mit Rine sprechen. Ich hatte ja gar keine Ahnung, wie nervig es sein kann, Zelte aufzustellen. Ich bin froh, dass wir damit fertig sind. Tankred ist losgezogen, um die Gegend zu erkunden. Sobald er hier ist, können wir unsere weiteren Vorgehen planen. Das klingt doch zumindest schon mal ganz gut. Im Laufe eurer Untersuchung entdeckt ihr womöglich wertvolle Artefakte. Diese können gegen... Ach so, ja, okay. Das ist lediglich nur Ausrüstung tauscht. Das ist... Ja, ist okay. Oh, das geht ja aber flott voran hier. Ich frage mich, warum Tankred so lange braucht. Endlich, da ist er ja. Nun, das war mal ziemlich ereignislos. Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Hast du etwas gefunden? Nein, zum Glück nicht. Es gibt hier nichts außer ausgestorbene Wüste und soweit das Auge reicht. Abgesehen von Eden natürlich. Ich habe versucht, mich ihm zu nähern. Und das Riesending schien mich nicht einmal zu bemerken. Ich wollte das Schicksal lieber nicht herausfordern, also zog ich mich zurück. Wir sollten jetzt handeln, bevor es vollständig erwacht ist. Was genau soll das heißen? Ich habe über die Lichtflut nachgedacht und ich glaube, dass sie nicht alles in ihrem Pfad unwiederbringlich zerstört hat, sondern lediglich den Ätherfluss zum Erliegen gebracht hat. Natürlich hatte dies zur Folge, dass sämtliche Pflanzen, Tiere und Bewohner hier nicht länger überleben konnten. Sie müssen im Laufe der Jahre zu Staub zerfallen sein. Doch der Äther ist noch immer hier. Er liegt lediglich brach. Wenn Eden den Ätherfluss zum Erliegen gebracht hat, dann kann es ihn womöglich auch wieder in Bewegung versetzen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich denke, ich kann Eden benutzen, um der großen Leere wieder Leben einzuhauchen. Moment mal, was bringt dich denn auf so eine Idee? Wie willst du denn die Kontrolle über diese Art von Kraft übernehmen? Rines Bestreben ist womöglich nicht so absurd, wie du vermutest. Ich glaube, Minfilia hat das Fortschreiten der Lichtflut nicht aufgehalten, indem sie Eden zerstört hat, sondern indem sie es verstummen ließ. Und damit hat sie uns eine Gelegenheit geschenkt, die wir nicht verschwenden sollten. Wenn das so ist, dann gibt es sogar für die verloren geglaubten Regionen noch Hoffnung. Ja, es wäre durchaus denkbar, dass Rina als Menfias Nachfolgerin in der Lage sein könnte, Eden ihren Willen aufzuzwingen. Doch solch eine gewaltige Aufgabe sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Was meinst du, Dufte? Wir können unmöglich Rines Leben. Das ist leichter gesagt als getan. Wir wissen ja gar nicht, worum es hier geht. Ja, da hast du vermutlich recht. Aber ich muss es versuchen. Nun gut, Rine. Du scheinst fest entschlossen zu sein. Also, wie stellen wir das an? Es ist nur so eine Idee, aber ich habe Eden sorgfältig studiert, seit wir hier angekommen sind. Und mir scheint, dass das Licht an einem bestimmten Punkt konzentriert ist. Man könnte es sein Herz nennen. Was ist, wenn es sich ähnlich wie beim Herzen des riesigen Talos verhält, das der Fluss des Äthers kontrollierte? Wenn Edens Herz auch so funktioniert, könnten wir mit seiner Hilfe vielleicht das ätherische Gleichgewicht wiederherstellen. Eine durchaus fundierte Theorie.
Wenn wir einen Miniatur-Ätheriten als Ortungsgerät aufstellen, könnten wir womöglich dem Ätherfluss zu Edens Kern folgen und uns so zum Herzen der Bestie teleportieren. Glücklicherweise hat der Siedlungsrat uns mit jeder Menge Geräte ausgestattet, mit denen ein solches Vorhaben möglich sein könnte. Allerdings müsste Rine zunächst das Innere von Eden erfassen und einen geeigneten Weg für uns finden. Sobald wir unser Ziel erreicht haben, werde ich ein Mittel finden, um direkt mit Eden zu kommunizieren und vielleicht sogar ein gewisses Maß an Kontrolle über das zu erlangen. Du kannst das wirklich tun, Orianger? Dieses Verdienst gebührt einer treuen Freundin, eine zarte Seele, die schon lange fort ist und mir reichhaltiges Wissen über die Ätherologie hinterlassen hat. Oh, denken an Munbrida. Obwohl sie vermutlich nicht zögern würde, meine Vorgehensweise zu beanstanden. Ich unterbreche diese Reise in die Vergangenheit ja nur ungern, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Eden allzu erfreut darüber ist, wenn wir seine Innereien durchwühlen. Aber Spaß beiseite. Ich wäre nicht überrascht, wenn es eine Art Begrüßungskomitee für Eindringlinge gäbe. Vielleicht solltest du lieber vorausgehen, Dufte. Es ist wahr, dass sie die Einzige ist, die einen Lichtbringer bezwingen kann, aber ich möchte mich ungern mehr als nötig auf sie verlassen. Ich habe nicht vergessen, was passiert ist, als sie zu viel Licht absorbiert hatte. Aber wie Alize schon sagte, was nützt ein Versprechen, wenn man es nicht halten kann? Nun, ich wünschte, ich könnte selbst einen Lichtbringer zur Strecke bringen, doch leider ist das nicht der Fall und es bringt auch nicht so zu tun. Darum bitte ich Dufte. Dann könnte ich vielleicht... Du hast bereits eine Aufgabe, erinnerst du dich? Dein Mitwirken ist der einzige Grund, warum der Plan überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Du musst dich auf die bevorstehende Aufgabe konzentrieren und uns zum Herz führen. Du musst auf jegliche Strömung im Äther achten und gleichzeitig ein Auge auf Eden selbst behalten. Wenn wir es irgendwie verärgern, liegt es an dir, uns zu warnen. Bist du sicher, dass du das durchziehen willst? Ach, easy. Ich werde mein Bestes geben. Wie immer. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wir werden zwar hier bleiben, aber Rine und ich werden unser Äußerstes geben, um dich durch den Ätherstrom zu geleiten. Nachdem du die äußere Hülle durchbrochen hast, werden wir die Kontaktperlen zur Kommunikation benutzen, die uns unsere Kameraden in Crystarium zur Verfügung gestellt haben. Da es sich dabei um Relikte aus dem Kristallturm handelt, fürchte ich, sie könnten etwas weniger zuverlässig sein als die dir bekannten. Na, ausgezeichnet. Endlich mal ein bisschen Kram. Ich bin mal gespannt, was auf uns warten wird. Edens Erwachen. Auferstehung nun zugänglich. Damit ist der erste Normal-Teil oder der normale Teil für Eden offen. Und wie sonst auch, machen wir das Ganze ganz easy und einfach. Wir gehen da rein. Also, die Folge endet jetzt sozusagen frühzeitig. Aber die nächsten Folgen mit Eden werden wie folgt aussehen. Wir gehen da rein, besiegen den Gegner, machen dann die Story weiter, sodass wir dann den nächsten Teil wieder mit dem Kampf beginnen. Und das machen wir durch bis zum aktuell 8. Eden-Teil. Also, bis zur nächsten Folge und so weiter. Bis dann!